Moin Moin, liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich präsentiere heute für unseren YouTube-Kanal Modbox den Feldreparatur-Pickup. Der Pickup ist zur Verfügung von Achim Mobil und der und die Modder schreiben ja eine Modbeschreibung, dass dieses Fahrzeug eigentlich nur für PC und Mac zur Verfügung steht, also nicht von so vorne der Konsole, euch muss da enttäuschen. Trotzdem würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dran bleibt und euch das Video zu Ende anschaut, zumindest vielleicht einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonnieren, falls ihr nicht dran habt, weil es kommt definitiv auch Mods für Konsole. Und ja, gerne einen Kommentar lassen. Ja, wird nur für PC und Mac. Ja, dieses Fahrzeug ist in Version 1.0 und soll dazu dienen, quasi Fahrzeuge am Feldrand zu betanken. Und wenn ihr irgendwie noch, das habe ich leider nicht bei mir mit drauf, man kann auch reparieren mit aufgeklapptem Fahrzeug. Aber dafür ist wohl die Möglichkeit muss allgemein bestehen und das Reef Map muss verfügbar sein. Was das ist, weiß ich leider nicht. Ich kenne es so als Mod, separaten Mod. Wer den Mod nutzt, kannst du ja gerne mal versuchen. Ja. Ansonsten texturtechnisch, ja, es ist gefühlt der Pickup aus dem Spiel, aus dem Standardspiel. Mit dem Aufbau hinten, hier in dem Aufbau, ist auch nichts drin. Man kann zwar aufklappen, aber nur im aufklappten Modus kann man, glaube ich, dann reparieren, so wie ich es verstanden. Aber ihr könnt insgesamt 4000 Liter Treibstoff, also Diesel, zukaufen. Ja, ich habe bisher noch 3760 drin, ich habe es natürlich mal getestet. Zeige ich euch natürlich auch. Und man könnte mit dem Fahrzeug ganz normal zum Feld ranfahren und dann quasi Drescher oder was auch immer betanken oder wenn ihr Refund habt, auch natürlich auch reparieren. Ja, zu finden ist das im Shop unter DLCs und Mods. Da haben wir das hier, diesen Reparatur-Pickup für 45.000 Euro standardmäßig, 300 PS, neues Getriebe, 120 km schnell, 4000 Liter Fassungsvermögen für Diesel. Ich bin die Füllschutzanzeige, haben wir gerade schon mal gesehen, aber das ist im Fall da. Reifenvariante könnt ihr euch aussuchen, habt ihr zwei Felgen, die ihr nutzen könnt und Design halt mit zwei Rundumleuchtungen und den Balken. Dann gibt es die Hauptfarbe in LS-steuertypischen Farben, die Designfarbe dasselbe und die Felgenfarbe ist ja selbsterklärend und das Nummernschild. Wenn ihr das Ding noch wild durchkonfiguriert, kommt halt nochmal in dem Moment, dass ihr 2150 hier zuspricht, für 47.150 könnt ihr euch dieses Fahrzeug dann snacken. Ja, ich demonstriere dann sonst mal hier im Sondier, wenn ich da reinkomme, soll ich mal auf, genau, seht ihr, der braucht dringendst Sprit und repariert und wisst ihr auch. Ich glaube, reparieren hat, glaube ich, sogar funktioniert. Ja. Aber dann müsst ihr eins machen, ihr müsst mit der Seite, wo ihr quasi die Füllstandsanzeige habt, mit der Seite müsst ihr an den Drescher ranfahren. Sonst erkennt ihr das nicht als, ja, als Tankoption. Wenn ich jetzt hingehe, könnt ihr das Ding betanken und ihr seht rechts unten eine Anzeige, erfüllt sich. So, jetzt hieß es eigentlich, wenn man in aufgeklappter Version rangeht, kann man ihn rein theoretisch reparieren. Aber irgendwie. Das geht in dem Moment noch nicht. Ich fahre mal auf die andere dran. Ob das dann macht, weil er muss sich repariert haben, weil ich habe den Fahrzeugzustand auf 0 gestellt. Reparatur einschalten. Fahr mal rückwärts rein, vielleicht macht das ja dann. Reparatur ausschalten. Ne, bitte schluss zum Fahrzeug. Vielleicht hat er zu gemacht. Schau mal. Nee. Ah, ihr seht, so langsam steigt er dann. Okay, ihr müsst quasi aufklappen, rückwärts ranfahren. Ihr seht, zack, jetzt ist er komplett durchrepariert und jetzt könnt ihr ihn quasi wieder vollends nutzen. Und jetzt würde ich quasi einfach nur dann die Betriebskosten quasi abgezogen. Macht dann immer so intervallmäßig. Nicht einmal als Ganzes. Ja, in Ansicht, es ist halt, ne, das gleiche Auto wie aus dem LS Standard. Und ihr seht, Fahrer ist animiert, er gibt Gas, er bremst. Ja, Beleuchtung. Tagfahrlicht ist immer an. Abblendlicht. Also Innenlicht. Das habt ihr alles. Und mit der, die können halt immer aufklappen. Und Rundumleuchten haben wir. So, wenn wir jetzt fahren, ihr seht, Bremsleuchten funktionieren, Rückwahrscheinlich war da auch, Blinken tut er auch, beide, aber das funktioniert so alles einwandfrei, da kann man nicht meckern. Aber es ist halt gefühlt der Pickup aus dem Standardspiel. Ja, und mehr kann ich dazu nicht sagen, außer wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr Daumen nach oben da lasst, schreibt gerne was in die Kommentare, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen, würde mich sehr freuen und in diesem Sinne sage ich Tschüss und Tschüss bis zum nächsten Mal, euer Christian von Modbox, ciao!